So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Smash Up Channel, der erste Smash Up Channel in Deutsch auf YouTube. Heute haben wir die Dinosaurier, die wir uns mal ansehen. Die sind auch, wie schon im letzten Video, die Aliens aus dem Basisdeck für 15 Euro. Die Dinosaurier haben ihren Augenmerk mehr auf ergattern, sag ich mal. Sie sind sehr stark, können sehr viele Punkte ausspielen an Basen und teilweise auch ganz gut zerstören, sag ich mal. Aber hauptsächlich sind die Dinosaurier einfach kräftig und mächtig, wie man sich halt so Dinosaurier auch vorstellt. Wir haben hier auch wieder schon genauso wie bei den Aliens ähnlich aufgebaut, die Fraktion. Nur haben wir hier anstatt zwei weitere Dreier-Kreaturen, zwei Vierer-Kreaturen und die oberste Kreatur hat hier auch sieben statt fünf. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Und dann fangen wir mal mit den Zweier-Kreaturen an, die so gesagt eigentlich gar keine Zweier-Kreaturen sind. Und mit zu den stärksten Zweier-Kreaturen im ganzen Spiel gehören, wie ich finde. Das wäre vier Stück gibt es davon, was wirklich krass ist, weil es geht um den Kriegsraptor. Und der sagt dauerhaft, erhalte Stärke plus 1 für jeden Kriegsraptor an dieser Basis inklusive dieser Kreatur. Also du spielst den Kriegsraptor aus, hast direkt mal statt 2 3 Punkte. Spielst du einen weiteren ran, bekommt die Kriegsraptor-Kreatur von vorherigen Zug noch einen weiteren Punkt für diesen Kriegsraptor, ist damit bei 4 Punkten. Ganz genauso verhält es sich dann bei dem anderen Kriegsraptor, der daneben liegt. Das wären dann 2 mal 4 und dann wäre man schon bei 8. Indem man nur zwei Zweier-Kreaturen liegt, kann man direkt dann mit 8 Punkten rechnen. Und immer so weiter geht das. Man kann das dann alles summieren und sich vorstellen, wenn man jetzt alle vier dort liegen hat, da müsste ich jetzt selber mal eben rechnen. Das wären 8. Hier wären auch 8. Plus. Ja, man muss ja dann auch noch doppelt zählen. Plus 4. Sind 12, sind 4, es müssten dann wirklich 24 sein. Ist ja unglaublich. 8 und 8. Ist ja egal. Das kommt eigentlich auch selten vor, sowas. Ist ein bisschen kompliziert manchmal dann zu rechnen, wie ich gerade schon schön demonstriert habe. Aber sehr mächtig für eine Zweier-Kreatur, auf jeden Fall. Die gefallen mir richtig gut. Kommen wir zu den Dreier-Figuren. Das ist der Rüstungsstego. Hier hat man eine Dreier-Kreatur. Dauerhaft erhält Stärke plus 2 während der Züge der anderen Spieler. Also dementsprechend ist das eine Fünfer-Kreatur in den Zügen der anderen Spieler. Wenn man selber halt dran ist, bekommt sie nur 3. Man kann sie natürlich ausspielen, wenn man auch zum Beispiel 2 direkt ausgespielt hat, wenn man dementsprechend dann auch halt eine zusätzliche spielen durfte. Und im nächsten Zug bei dem Gegner sind dann halt nicht mehr 6, sondern 10 Punkte für die beiden Kreaturen an dieser Basis verteilt und kann dann auch dementsprechend die Basis werten lassen im nächsten Zug beim Gegner, der dann nochmal dran ist natürlich. Aber ja, der wächst halt. Ich finde diese Kreatur jetzt nicht unbedingt so gut. Also ich finde schon eher so, dass es eine schwächere Kreatur von den Dinosauriern ist. Da muss ich sogar sagen, dass mir die Zweier-Kreatur um einiges besser gefällt. Aber manchmal sind die doch auch wirklich ganz gut. Aber die sind halt schwer mit einzubeziehen, weil man immer halt im eigenen Zug minus 2 rechnen muss. Kommen wir zu dieser Vierer-Kreatur. Das wäre der Laser-Ratops. Den gibt es zweimal. Der sagt, zerstöre eine Kreatur mit Stärke 2 oder geringer an dieser Basis.
manchmal recht hilfreich, klar, immer ganz schön. 4 Punkte sind auch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, das ist eine Standardkreatur, mit der man gut spielen kann. Allerdings jetzt auch nicht übermächtig wirkt, ne? Ganz im Gegenteil zu dem King Rex, den es nur einmal gibt. Gleich 7 Punkte, dafür kein Kartentext. Der kann aber dann mal wirklich die Basis aufwerten lassen und vielleicht sogar direkt werten lassen, weil 7 Punkte sind schon wirklich enorm für eine Kreatur. Das gibt es auch nicht häufig. Der King Rex, hier auch auf dem Bild, der Dinosaurier, wirklich eine harte Nuss. So, genauso wie bei den Aliens gibt es hier auch wieder 2x2 identische Aktionen bei den Dinosauriern. Das wäre 2x das Geheul. Alle deine Kreaturen erhalten Stärke +1 bis zum Ende deines Zugs. Das aktiviert man natürlich nur einmal beim Ausspielen und nach dem Zug ist diese Karte komplett hinfällig. Also die wird ja auch direkt abgelegt nach dem Ausspielen. Und somit ist es am sinnvollsten, so eine Aktion kurz vor Wertung der Basis zu spielen. Also wenn sie nach diesem Zug gewertet werden würde, macht das Geheul schon Sinn. Ansonsten, naja, eher eine schwächere Aktion. Im Vergleich zu der Technologie, die es auch 2x gibt, weil das ist wirklich eine harte Aktion. Auch, ich lese es mal vor, eine Kreatur erhält Stärke +4 bis zum Ende deines Zugs. Also im Endeffekt auch wieder nur kurz vor Wertung einer Basis zu spielen, aber mit +4 kann man da wirklich schon enorm viel aufwerten an eine seiner Kreaturen. War es auf eine Kreatur? Nee, nicht auf eine Kreatur gespielt. Die wird einfach so gespielt, wird damit halt auch direkt abgelegt und zählt nur einen Zug lang. Also die ist schon ziemlich gut. Kommen wir mal zu den anderen 6 Aktionen der Dinosaurier. Da haben wir die natürliche Auswahl. Die Bilder sind auch immer wirklich stark, muss ich sagen. Finde ich wirklich schön. Sind nicht immer vom gleichen Künstler, aber immer recht ähnlich vom Stil hier. Und die natürliche Auswahl sagt, wähle eine deiner Kreaturen an einer Basis. Zerstöre dort eine Kreatur mit geringerer Stärke. Ja, da kann man nochmal auf den King Rex zurückgreifen. Also wenn man den dann wählt mit seiner Stärke 7, kann man eigentlich fast alles an Kreaturen dann zerstören. Oder halt eine Kreatur, aber da braucht man sich nicht wirklich überlegen, welche, weil man kann damit eigentlich fast jede dann zerstören. Ganz nett. Die nächste wäre das Wildreservat. Die ist auf eine Basis zu spielen. Dauerhaft, deine Kreaturen sind dort von Aktionen der anderen Spieler nicht betroffen. Ja, damit schützt man dann einmal seine Kreaturen. Sowas ist natürlich immer Gold wert. Gerade wenn man im gegnerischen Team eine Fraktion hat, die gut zerstören kann. Die nächste wäre Randale. Reduziere den Zerstörungswert einer Basis um die Stärke einer deiner dort gespielten Kreaturen bis zum Ende des Zugs. Ja, dann muss ich halt auch wieder auf den King Rex hindeuten, dass man da dann natürlich am meisten reduzieren kann und das auch schon ordentlich Auswirkungen haben kann. Natürlich kann man diese auch mit anderen Kreaturen spielen, wenn das natürlich ausreicht nachher, mit 3er oder 4er. Aber das ist halt eine Aktion, die ich zum Beispiel ziemlich lange auf der Hand habe, weil ich einfach auf den Augenblick warte, wo man sie wirklich am besten spielen kann. Die nächste wäre die Aufrüstung. Auf eine Kreatur spielen, dauerhaft. Jene Kreatur erhält Stärke +2. Ja, da kann man dann eine seiner kleineren Kreaturen gut mit aufwerten oder den King Rex halt noch stärker machen, wo man dann dementsprechend mit dem Reduzieren zum Beispiel noch höher reduzieren kann oder man noch eine höhere Kreatur zerstören kann, obwohl mit 7 ist man da ja schon gut bedient.
Aber da man sie auf einer Kreatur spielt, gilt sie halt nicht nur in einem Zug, sondern dauerhaft. Und das ist auch schon ganz fein eigentlich sowas. Dann haben wir hier noch eine Aktion, die heißt Zähne und Klauen und Waffen. Auf eine Kreatur spielen, dauerhaft. Wenn jene Kreatur Ziel einer Karte ist, zerstöre diese Aktion. Die Kreatur ist von der Karte nicht betroffen. Also man schützt damit halt eine Kreatur, die Ziel einer gegnerischen Aktion ist, muss dann allerdings hier diese Aktion, die auf der Kreatur dann gespielt wurde, dafür zerstören, kann sich aber so einmal retten. Das kann natürlich ganz fein sein, würde ich jetzt aber auch nicht zu einer absolut krassen Aktion zählen. Da gibt es noch krassere. Und die letzte Aktion, Überleben des Stärkeren. Zerstöre an jeder Basis die Kreatur mit der geringsten Stärke, an der es eine stärkere Kreatur gibt. Bei Gleichstand wählst du die Kreatur. Das gilt jetzt natürlich auch für seine eigenen. Es geht hier nicht nur um gegnerische. Wenn man an jeder Basis die geringste Kreatur zerstören möchte und man selber die geringste hat, dann ja, hat man sich ein kleines Eigentor geschossen. Darum mit Bedacht einsetzen. Und deshalb finde ich diese Aktion, die eigentlich sehr stark wirkt, gar nicht so toll, weil man sie wirklich selten einsetzen kann. Und ähnlich wie mit Randale habe ich diese diese Aktion ziemlich lange auf der Hand. Spiele sie manchmal gar nicht aus, lege sie manchmal auch einfach ab, wenn ich mehr als 10 Karten habe. Aber wenn man, sag ich mal, zur richtigen Zeit diese Aktion zieht, dann kann man da schon richtig mächtig aufräumen, sag ich mal. So, das waren die Aktionen. Kommen wir jetzt nochmal zu den, hier, wie heißen sie? Basen. Und da gibt es einmal, so mächtig die Dinosaurier auch sind, eine total gar nicht mächtige Dschungeloase. Die hatten mich eine Zerstörungszahl, sag ich mal jetzt, ich fällt jetzt gar nicht ein, wie man das nennt. Also die wird nach 12 Punkten gewertet. Es gibt keinen Kartentext. Der Sieger kriegt 2 Punkte, der Rest geht leer aus. Das ist halt mal eben so ein Quickie, sag ich mal. So ein schnelles Ding, was man sich mal eben holen kann. 2 Punkte sind manchmal gut, um den Anschluss wiederzufinden. Ja, die ist halt nicht lange im Spiel meistens. Finde ich jetzt auch nicht so besonders, aber ich freue mich immer, wenn die kommt. Weil man halt relativ fix diese Basis fertig machen kann. Allerdings sollte man natürlich zusehen, dass man sie dann auch kriegt, weil sonst geht man leer aus. Dann haben wir hier die Teergruben mit einer Zahl von 16. 4, 3, 2, das ist schon natürlich um einiges mehr als bei der Dschungeloase. Und ein Kartentext, der sagt, jedes Mal, wenn eine Kreatur an dieser Basis zerstört wurde, wird sie unter das Deck ihres Besitzers gelegt. Unter das Deck ist für einige Fraktionen wie den Zombies natürlich immer richtig schmerzhaft. Allerdings gibt es auch viele Fraktionen, aus denen man aus sein Deck suchen kann. Die Vokaten besagen, dass man sich eine Kreatur aus dem Deck suchen kann und dann auch das Deck jedes Mal danach wieder mischen muss. Dementsprechend kann man dann natürlich, wenn dann eine Karte unterm Deck ist, die zerstört wurde, wieder auch ziemlich schnell nach oben mischen, zufällig, sag ich mal. Ne? Das ist ja dann immer so ein Ding des Zufalls. So, das waren die Dinosaurier. Die Dinosaurier mag ich persönlich noch ein Stück lieber als die Aliens, weil gerade diese Kriegsraptoren mir sehr gut gefallen. Damit kann man immer wirklich sehr hoch nochmal punkten und der Gegner hat das gar nicht so auf dem Schirm meistens. Der King Rex ohne Frage ist eine mächtige Kreatur. Die Technologie ist auch immer recht fein, wenn man die mal hat. Ansonsten die anderen Aktionen der Dinosaurier finde ich jetzt durchschnittlich. Kann man mitarbeiten, wenn man sie zur richtigen Zeit zieht. Ansonsten ist das manchmal auch so ein bisschen ja, die Handwärmer, sag ich mal, die einfach immer auf der Hand bleiben und einfach nur ihren richtigen Zeitpunkt abwarten. So, das war es jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht im nächsten Video, welche ich da vorstellen werde. Es werden wahrscheinlich sein die Gauner. Ja, dann schaltet auf jeden Fall da wieder ein. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.